Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu American McGee's Alice, wo wir uns jetzt durch den Pilzwald zum Tausendfüßer begeben. Und auf jeden Fall noch ein paar von diesen Pilzen treffen werden. Den werden wir los. Das Dumme ist, man kann die wirklich erst treffen, wenn die quasi aufgewacht sind. Ah, da vorne. Okay. Und der nächste Pilz. Friss meine Crockettbälle. Schrumpfkopf. Geht doch. Oh Gott, Ameisen. Und, was ist das für ein Vieh? Ich finde es ganz cool, dass die Pilze hier so ein bisschen wie Straßenlaternen oder wie Scheinwerfer sind. Das hat irgendwie was. Oh Gott, und ich dachte, die Käfer wären irgendwie los. Wenigstens sind wir nicht noch in den Pilz reingerannt zeitgleich. Irgendwie rückwärts aus Versehen oder so. Das Schöne ist hier, diese ganzen normalen Gegner sind eigentlich alle gar nicht so stark, zumindest einzeln. Nur in der Gruppe wird es dann irgendwie interessant. Und das muss nicht mal eine große Gruppe sein, die muss einfach nur so 4, 5 Gegner auf einen Haufen dann irgendwie gut durchmischt. Das kann schon sehr interessant werden. Hier irgendwie 2 Ameisen, so ein Pilz und wenn von hinten jetzt noch Käfer kommen, wird es nämlich schon interessant. Zum Glück kommen da keine. Meta-Essenz mitnehmen. Na, stimmt schon. So ein Mana-Haushalt wieder aufzufüllen. Zwischenspeichern ist auch mal eine gute Idee. Das Schlumpfdorf sah auch mal fröhlicher aus. Genau, wir tauchen hier einmal drunter durch. Was sind das für Viecher hier? Ich erkenne es einfach nicht. Was ist das? Also abgesehen von irgendeinem komischen Insekt. Ich glaube, es ist tot. Das ist die Hauptsache. Hat der Pilz mich gerade angespuckt? Ist ja widerlich. Okay. Oh, da oben ist irgendwas. Das nehmen wir vielleicht mit. Wenn wir da hochkommen. Die Teufelswürfel. Ja, die sind nicht so meine Nummer 1 Waffe. Die kann ich auch. Na, kann ich die hier demonstrieren? Da kann man nämlich in der Tat 3 Stück von sammeln. Und mit 3 auf einmal können die ganz nett sein. Müssen sie aber nicht. Ich schmeiße hier mal so einen hin und dann geht hier nämlich so ein. Nö, dann geht gar nichts. Na, auf rechts geht dann nämlich so ein Portal auf. Da kommt so ein kleines Teufelchen raus. Und greift die Gegner an. Bedauerlicherweise kommt dann immer so ein bisschen drauf an, wer zuerst stirbt. Wenn das Ding nämlich überlebt, greift es im Zweifelsfall, wenn es nicht gerade im Gegner feststeckt, auch uns an. Das heißt, diese Würfel sollten wir niemals werfen, wenn wir gerade irgendwo alleine rumstehen. Klingt schon sehr nach dem Tausendfüßler. Der ist auch nicht so richtig mein Freund. Vor allem höre ich Käfer. So, ich kann nie irgendwie diese Käfer treffen, aber hier so an diesen ganzen Kanten vorbei lasche ich die natürlich 1A weg. Ganz klar.
Dafür kann ich nicht geradeaus auf die Ameisen schießen. So. In meine Höhle mit dem Eindringling. Diese Unverschämtheit gehört bestraft. Okay, das ist der Tausendfüßler und der ist, glaube ich, nicht so richtig gut auf uns zu sprechen. Okay. Gut, da kommen wir wohl nicht drum rum. Und direkt rein zum Bossfight. Tausend Füße ist nicht nett. Hat da aber so einen Spot, in dem man ihn einigermaßen gut treffen kann. Also naja, was heißt einigermaßen gut? Eigentlich kann man ihn nur da treffen. Mistviecher, ne? Oh Gott, ich brauch dringend Hitpoints. Das lief schon mal nicht so richtig gut. Warum habe ich denn jetzt auf einmal wieder das Messer in der Hand? Achso, weil ich nicht genug Mana hatte. Okay, ich sammle erstmal die ganze fröhliche Meta-Essenz hier ein und dann. So. Wir den auf jeden Fall getroffen. Hätte ich ganz gern die Meta-Essenz da drüben noch, bevor sie sich auflöst. So, das war doch schon mal halbwegs okay. So, kurz zwischenspeichern, weil es bislang ganz gut lief. Na, ist das schon im Rage-Mode? Nee, noch nicht. Aus Versehen Quickload gedrückt? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Den Rage-Mode meinte ich. Da kann man nämlich undankenswerterweise gar nicht so richtig viel gegen tun. Ich brauche dringend Mana. Zwar ganz dringend. Eigentlich sollte ja an den Seiten irgendwo mal ein bisschen was spawnen. Ach, da. Ja, Mist, jetzt ist er natürlich in der Zwischenzeit umgedreht. Und ich lasse ihn da mal kurz toben, auch wenn wir dann hätten natürlich treffen können. Zwischenspeichern. Ach Gott. Na komm. Bäum dich doch nochmal auf. Da brüllt er ab. Und zwar so richtig. Okay, das ging einigermaßen. Das ist eben, ich lasse ihn da einfach liegen, ne? Nehme noch mal ein bisschen die Meta-Essenz hier mit und dann tue ich einfach so, als wäre. Mein Gott, bist du hässlich. Nicht, dass wir im nächsten Gebiet zwar wahrscheinlich eh wieder volle Hitpoints haben, aber. Schadet ja nichts. Meta-Essenz. Liegt hier rum, von daher nehmen wir sie einfach mal mit. Da hoch, bitte. Danke. Zwischenspeichern wäre auch nicht verkehrt, jetzt wo das Vieh tot ist. Und das
Das ist der Pilz des Lebens? Ich bin eher skeptisch. Giftpilzen habe ich noch nie getraut. Aber manche haben wohl ihre Vorteile. Was für eine Auswahl. Einen Giftpilz essen oder den Insekten zum Fraße dienen? Es ist nicht schön, im Gehen zu essen. Aber manchmal geht's nicht anders. Und wir wachsen wieder. Verschwörung der Raupe, okay. Hat die Raupe vielleicht doch was anderes im Sinn, als das Wunderland zu retten und uns gute Tipps zu geben? Bleibt abzuwarten. Nur die Einheimischen kennen sich hier aus. Und es gibt nur einen Weg zur letzten Schlacht. Ja, bedauerlicherweise bin ich hier nicht mehr einheimisch, denn hier habe ich im Stream dann auch aufgehört zu spielen. Und das heißt, das letzte Mal, dass ich hier irgendwie durchgelaufen bin, ist ein paar Jährchen her. Das heißt, ich werde mich hier auch erstmal wieder orientieren müssen. Zum Cave of the Oracle oder zur Jabberwock's Lair. Mit dem Jabberwocky, so viel kann ich sagen, werden wir auf jeden Fall noch Bekanntschaft machen. Dauert aber, glaube ich, noch einen Augenblick. Mal gucken. Auf jeden Fall sind wir aus dem Wald raus und wir sind von den Käfern weg. Dafür kommen aber neue nervige Gegner. Das kann ich euch schon mal versprechen. Eigentlich müsste da auch hier eigentlich relativ bald einer von auftauchen, glaube ich. Ich schaue erstmal, ob wir das Ding da irgendwie mitnehmen können. Ob ich wohl an diese Kante ranspringen? Uah, kann ich. Der Augenstab des Jabberwocky ist extrem mächtig. Seine Einzelteile allerdings sind wertloser als eine tote Mücke. Die Viecher nämlich. Die Banshees, die nerven ganz gut. Ihr seht wahrscheinlich auch gleich warum. Okay, wir haben jetzt diesen fantastischen Augenstab des Jabberwocky, aber es ist bislang eben nur der Stab und ja, da fehlt eben noch was. Noch, ich weiß gar nicht, ob es noch ein oder zwei weitere Teile sind. Auf jeden Fall müssen wir den... Achso, da sind wir rausgewachsen, okay. Auf jeden Fall müssen wir den erst noch zusammensetzen, bevor wir ihn als Waffe benutzen können. Oh Gott, die Viecher, die hatte ich völlig vergessen. Hi! Die erinnern mich auch gerade massiv an irgendein anderes Spiel, ich weiß nur nicht welches. Und genau deswegen nerven die Banshees. Weil sie viel Reichweite haben und einen einfrieren. Und relativ viel aushalten. So, ist der andere Knuspel hier gestorben? Vielleicht auch ganz sinnig, hier mal mit dem Froststrahl rumzurennen. Wo geht's hier vorne so hin? Zum Pale Realm und zum Majestic Maze. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst nicht hin möchte. Mit dem Froststab kriegen wir die auf jeden Fall relativ schnell platt, das ist ganz gut. Die Lava reinrennen sollten wir trotzdem nicht. Da unten die Tür aufgegangen ist, gehen wir jetzt erstmal unter der Brücke durch. Zum Cave of the Oracle. Dann schauen wir mal weiter. Da vorne springt irgendwas. Oh nein, da fliegt irgendwas. Glücklicherweise macht der Froststab relativ viel Schaden. Ob wir da hochkommen? Nee. Okay, da liegt aber auch eh nichts.
dir so gedacht? Hat's mal voll vergessen. So, da fallen wir besser mal nicht runter. Stattdessen, wenn der Himmel hochauflösender wäre, wäre, glaube ich, echt cool. Zu zerstören der Bosheit verderbten Palast, alles nimmt von uns die schreckliche Last. Erst wenn du ihren Wächter, den bösen Jabberwocky, ausgeschaltet hast, kannst du die Königin herausfordern. Und nur, wenn du seine Gefährten erledigst, ist der Kampf gegen ihn kein blanker Selbstmord. Einen Teil des Augenstabs habe ich. Wo sind die anderen? In alle Winde verstreut. Hast du sie alle? So ist ein Schachmatt möglich. Das weiße Königspaar könntet ihr nutzen. Anspielungen auf Schach sind ja ganz nett, aber es gefällt mir nicht, dass du mehr von meiner Mission weißt als ich. Das war für ein Orakel aber mal erstaunlich verständlich. Wow. Dich doch vor Schreck eine Eiswand. So, die Frage ist, muss ich hier weiter? Oder nicht, oder doch? Kam ich hierher? Nee. Wobei, die Gegner können ja auch nachspawnen. Okay, so ein Banshee verträgt schon mal so unseren halben Mana-Pool. Das ist nicht ein wenig. Okay, hier kommen wir definitiv nicht her. Gut, die werden wir los. Da kommen wir hier doch her. Das kommt mir alles so bekannt vor. Wait. Kommen wir hier doch total her? Total her. Okay. Sehr wirsch. Na gut, dann müssen wir wohl erstmal die restlichen Teile des Augenstabes suchen. Pale Realm? Nicht zum Pale Realm? Mal gucken. Was ist denn der Pale Realm so? Ist das das, wo die Tür aufgegangen ist? Oder wo die... Geh halt weg. Ach Gott. Friss meine Karten. Das, wo der Zoom drauf ging? Ja, das sieht ganz so aus, als müssten wir hier hin. Da freue ich mich ein bisschen drauf. Das bietet zwar auch viel Potenzial, sich zu verlaufen, aber das ist mitunter eins meiner liebsten Gebiete, einfach vom Design her. Hier dieses Schachthema einfach massiv ausgereizt wird. Und die Figuren nicht wirklich freundlich sind. Du kennst die Züge. Also spiel mit den Weißen. Die sind zuerst dran. So viel Ordnung inmitten des Chaos verwirrt mich. Die Regelmäßigkeit des Schachbretts verschleiert die Gefährlichkeit, die es birgt. Ja, ist was dran. Oh, schon ist das Mana alle. Hat man davon, wenn man die ganze Zeit mit den Karten rumballert? Oh, doch noch getroffen. Ich dachte, er geht in dem Moment noch weg, aber das kam offenbar noch an. Können wir darüber? Will ich darüber? Ich will, glaube ich, mal speichern vor allem. Die Frage ist auch, muss ich hier rüber? Wahrscheinlich nicht. Interessant. Habe ich das Gefühl, ich sollte da nicht noch weiter runter. Oder gibt es hier irgendein Secret, das ich nicht kenne? Das
mich auch nicht wundern würde, da komme ich nicht durch. Ich glaube, das ist einfach nur... Oh! Hallo! Okay, hier gibt es ganz viel Meta-Essenz, die wir nicht brauchen. Na gut, aber zumindest haben wir jetzt rausgefunden, warum man hier runter kann. Da können wir auf jeden Fall nicht hoch. Dann, oh Gott, jetzt muss ich das springen, das ist ja... Hättest du die Güte, dich hochzuziehen, Alice? Nein. Gut, dann lade ich doch einfach. Wo müssen wir denn hin? Da hoch, ja. Ist ja super gelaufen. So, jetzt aber. Okay, dann gehen wir jetzt mal dahin, wo wir eigentlich hin müssen. Nämlich rein ins Weiße Schloss, oder ins Schachschloss oder wie auch immer. Ich bin ein klein bisschen nervös, aber ich freue mich auch drauf. Und gerade weil ich mich so sehr freue, weil Vorfreude die schönste Freude ist, machen wir das natürlich erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal ganz herzlich fürs Zugucken. Hoffe, ihr seid bei unserem kleinen Schachausflug nächste Runde mit dabei. Bis dahin, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.